Hallo, Sebastian Lege hier. Ich würde gerne Ihr Nippon nachmachen. Können Sie mir einen Ultraschallschneider leihen? Nippon. Eine Nascherei so locker leicht, dass sie praktisch schwebt. Das verspricht die Werbung schon in den 70ern. Der Nippon-Riegel bekommt damals seine typische Quadratform. Das luftige Image hat das Puffreistäfelchen mit Schokolade behalten. Nippon. Lecker, locker, leicht. So geil, ne? Endlich unbeschwert naschen. Leicht. Und echte Schokolade. Aber das war so ein Snack, den gab es bei uns zu Hause auch mal, aber wirklich selten. Und das ist echt ein Klassiker aus den 70ern, ne? Neben Nippon gibt es heute etliche Puffreisprodukte. Doch wie leicht sind die Naschereien wirklich? Das ist hier so, wie ich es kenne. Zutaten Zucker, pflanzliche Fette, Palmkern und Palm, Puffreis, Kakaobutter, Traubenzucker, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkepulver, Maisgrieß. Mehl, Gerstenmalz, Extrakt, Aroma. Ja, volle Breitseite, ne? Viele Zutaten für einen leichten Snack. Eine fällt besonders ins Gewicht. 48 Gramm Zucker auf 100 Gramm Produkt. Die anderen Produkte kommen auf einen ähnlichen Gehalt. Er variiert zwischen 43 Gramm bei Argenta bis 37 Gramm beim Bioriegel Rumbar Zartbitter. Mag man ja gar nicht glauben, wenn man den ganzen Reis sieht, oder? Der Nutri-Score teilt Verbrauchern den Nährwert eines Produktes mit. Viele der Snacks erreichen nur ein E, die schlechteste Note. Schmecken die? Ist das süß, ne? Boah. Der Star Rice Crunchy Happen. Ach, guck mal. Kleine Happen. Richtig süß gemacht. Und die sollen ja ganz speziell crunchen. Die sind aber jetzt nicht unlecker. Von außen sehen alle Produkte ähnlich aus. Doch bei einigen steckt mehr drin als nur Puffreis und Schokolade. Ah, da kann man auch sehen, wenn man reinguckt. Die haben da noch so eine Creme zwischen. Das ist einfach nur gesüßtes Fett mit Kakaogeschmack. Die mengen den Puffreis mit einer kakaohaltigen Creme für die Stabilisierung. Und dann ummanteln sie erst das Produkt mit Schokolade. Nippon setzt sich zusammen aus 11% Puffreis, 10% Cerealien, nur 32% Milchschokolade und dafür 48% Kakaocreme. Das ist fast die Hälfte. Die hier benutzen keine Kakaocreme. Der Rumba-Riegel besteht aus 83% Zartbitterschokolade und 17% Puffreis. Das ist bei wenigen Herstellern der Fall. Weil gepuffter Reis ist ja leicht, der kann fliegen und ich fühle mich dann auch leicht. Und dann kommt von rechts so ein Zug angefahren, voll beladen mit Fett und Zucker und rast sie komplett durch den Schädel. Ja, dann ist das vorbei. Es ist wieder soweit. Wir sind auf der Suche nach neuen Insidern. Wenn du bei Nordsee, Dunkin' Donuts, Café Extrablatt, Five Guys, Tank und Rast oder einer anderen hier eingeblendeten Firma arbeitest oder gearbeitet hast und Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne mal bei uns. Kakaocreme, viel Zucker und wenig teure Schokolade. Sebastian Lege baut die Puffreistafeln von Nippon nach. Für so eine kleine Waffel, ja? Brauchen wir ganz schön viele Zutaten. Dieser luftig leichte Genuss. Ich fühle mich gerade auch schon so richtig vitalisiert hier. Aber erstmal müssen wir Puffreis herstellen. Dafür braucht der Produktentwickler eine Puffmaschine. Hier, ungeschälter Reis. Haben Sie einen Helm zu Hause auf? Setzen Sie sich jetzt bitte den Helm auf. Zum trockenen Reis kommt zusätzlich Wasser. Genau richtig. Sebastian Lege erhitzt das Gefäß auf rund 200 Grad Celsius. Und jetzt heißt es drehen und wagen.
bis wir 9 Bar hier auf unserem Manometer haben. Und dann haben wir Puffreis. Das Feuer erhitzt Korn und Wasser in der Maschine. Die Temperatur steigt. Es entsteht Wasserdampf. Gleichzeitig steigt der Druck an. Sobald sich der Verschluss öffnet, entweicht der Druck schlagartig. Dabei platzt die Schale und das Reiskorn pufft auf. Wir sollten genau jetzt das Gerät runternehmen. Hier vorne vorhalten, zuziehen, damit nichts rausknallt. Und dann den Hebel ziehen. Aus dem Reis wird so viel Puffreis. Puffreis ist super attraktiv für die Industrie, denn ich kann wenig Rohstoff nehmen, das durch die Verarbeitung einfach ein riesiges Volumen bekommt. Und natürlich kaufe ich im Supermarkt so etwas nicht nach Gewicht ein, sondern auch nach Größe der Verpackung. Volumen macht bei Nippon aber nicht nur der Puffreis. Diese kleinen Knusperflocken sind genauso wichtig. Das ist ein extrudiertes Cereal. Basis ist Mais, dann kommt ein bisschen Weizen, ein bisschen Gerstenmalz dazu. Das Getreide kommt in einen Extruder. Hier befördert eine Spindel es durch eine Röhre. Temperatur und Druck steigen an und pressen die Körner zusammen. Wie bei der Puffmaschine entweicht der Druck an der Öffnung plötzlich und die Cerealien puffen auf. Der Hauptteil von Nippon ist weder Reis noch Schokolade. Es ist die Kakaocreme. An teurer Kakaomasse kann Sebastian Lege sparen. Hallo? Hallo? Die ist komplett im Kessel verschwunden, weil das so wenig ist. Am Zucker spart er dafür nicht. Und zum Teil ersetzt günstiges Palmfett die teure Kakaobutter. Shea-Butter. In der Kosmetik beliebt, aber es sind auch gesättigte Fettsäuren. Locker leicht ist das nicht. Feste pflanzliche Fette, wie sie in Shea-Butter oder auch in Palmfett enthalten sind, zählen nicht zu den gesunden Fetten. Und alle Lebensmittel, die mit diesen Fetten versehen werden, werden dadurch eher ungesünder. Diese gesättigten Fettsäuren steigern Entzündungsprozesse in unserem Körper. Sie fördern Insulinresistenz. Sie tragen langfristig dazu bei, dass wir Adipositas, Fettleber und eine Fülle anderer Erkrankungen entwickeln. Neben Fett enthält die Kakaocreme auch etliche Pulver. Dann haben wir hier Süßlupinenmehl. Kommen direkt nach Soja. Super viel Eiweiß. Hier noch Vollmilchpulver, Süßmolkepulver. Naja, Süßmolke nimmt man erstmal für die Süße, wie der Name schon sagt, aber auch für diesen sahnigen Schmelz. Trauben und Milchzucker erzeugen zusätzliche Süße. Dann haben wir noch ein bisschen Sojalecithin, das ist ein Emulgator. Gerade bei Komponenten wie Fett und Trockenstoffe ist Lecithin ganz wichtig, damit wir eine gewisse Form von Homogenität erreichen. Ein weiterer Emulgator ist Polyglycerin. Kakaopulver nur für die Farbe. Geschmacklich wenig. Es macht nur 2% im Produkt aus. Dafür intensivieren Salz und Aroma den Geschmack. Mmh. So, jetzt nehme ich hier meinen Puffreis, Cerealien und jetzt vorsichtig unterheben, ganz langsam. Die fetthaltige Creme fixiert später den Puffreis und die Cerealien. Solange sie warm ist, kann Sebastian die Masse in Form bringen. Perfekt. Im Kühlschrank härtet die Masse aus. Ja, ne? Jetzt mache ich hier Simsalabim. Trommelwirbel. Oh, nein, jetzt habe ich eine Ecke kaputt gerissen. Aber haben noch genug. Seit den 70ern Kult. Nippons handliche Quadratform. Also eins kann ich Ihnen garantieren. Bei denen steht keiner mit einem Brett und mit einem Messer. Nee, die haben Ultraschallschneider. Aber den wollen die mir nicht ausleihen. Hallo, Sebastian Lege hier. Ich würde gerne Ihr Nippon nachmachen. Können Sie mir einen Ultraschallschneider leihen?
Ein Cerealienmix in Kakaocreme. Zum Schluss erhalten die Täfelchen ihren Schokoüberzug. Und das hier ist echte Schokolade. Keine kakaohaltige Fettglasur und auch keine Schokocreme. Milchschokolade ist in der Kakaoverordnung gesetzlich geregelt. Sie muss mindestens 25% Kakaotrockenmasse enthalten. Kakaocreme hingegen nicht. Die gesättigten Fettsäuren und der Zucker machen im Produkt mehr als die Hälfte aus. Da sind sie, meine kleinen Reissnacks. Ich esse das nicht mehr. Die Dinger sind ja so ernährungsphysiologisch schon eine Backpfeife, ne? Bei dem Zuckergehalt und bei dem Fettgehalt. Wow!